Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Eine neue Ausgabe von Gegen den Strom wartet auf Sie. Und heute sind meine Gäste aus dem hohen Norden angereist. Ich darf herzlich begrüßen die Familie Gerlach aus Schleswig-Holstein. Hallo Marita, Andreas, freut mich sehr, dass Sie da sind. Hallo. Hallo. Wir wollen heute ein bisschen schnacken, haben wir gesagt, ja, wie man so in Norddeutsch sagt. Wir wollen uns über Ihre Arbeit unterhalten, über Ihren eigenen Weg und vor allem auch über das Besondere an Ihrer Arbeit. Also ich habe die letzten Tage habe ich mich wirklich sehr, sehr intensiv damit beschäftigt, was Sie tun, wie Sie es tun. Und ich habe so viele Fragen, ich weiß gar nicht, wo ich gerade anfangen soll, weil wir auch schon so viel gesprochen haben miteinander. Aber wollen wir einfach mal vorne anfangen, wie Sie dazu gekommen sind. Ihre eigene Bezeichnung ist, Sie sind ein Heilerpaar. Was müssen wir uns darunter vorstellen? Sie heilen? Also heilen tut im Grunde genommen jeder Mensch sich selber. Nur ist es bei uns aber verschieden. Mein Mann hat eine andere Fähigkeit oder Gabe bekommen als ich oder auf eine andere Art und Weise. Sagen wir mal so, man kann einen Anstoß geben. Mhm. Und der Mensch kann sich dann selber heilen. Ich könnte auch sagen, heilen kann nur Gott. Das kann jeder so für sich entscheiden. Also ich heile, nee, das ist mir ein bisschen zu groß. Das macht wirklich jeder Mensch selber. Haben Sie das schon immer gemacht? Haben Sie schon als Kind oder als junger Erwachsener gemerkt, dass da etwas Besonderes ist? Oder wie hat es angefangen? Nee, also das habe ich früher nicht gemerkt. So jetzt im Nachhinein, nun gehe ich ja schon etliche Jahre diesen Weg. Jetzt denke ich manchmal so an Situationen, aha, das hast du damals schon gehabt. Aber das war nicht so, dass ich gesagt habe, ich merke, da ist irgendwas. Und da kann ich was drauf aufbauen oder wie soll ich sagen. Nee, das kam, als ich über 40 war. Gab es da ein Initial irgendwie? Gab es da ein besonderes Erlebnis?